Wir haben jetzt über die verschiedenen Themen und die verschiedenen Regierungsformen geredet und es ging am Anfang darum, dass ein Großteil der Deutschen die Demokratie leidet und dann wurden wir jetzt dazu befragt, wie die Jugend das sieht, ob wir Jugendlichen auch die Demokratie leid sind und ich zum Beispiel persönlich bin definitiv die Demokratie nicht leid. Ich finde, das ist ein relativ gutes System. Es ist vielleicht an manchen Stellen in Deutschland anpassungsfähig oder verbesserungsfähig, aber an sich denke ich, ist das ein gutes System. Ich sage ein paar Worte zu Armut und also zu Armut und Reichtum, Reichtum, danke. Reichtum. Also dass es zwei auseinanderklafft. Also meiner Meinung nach kann man dann nicht wirklich was schwer, man kann nur schwer was dagegen tun, da man ist klar, dass manche Menschen mehr Geld verdienen als andere. Zum Beispiel wie ein Arzt, der auch teilweise Leben in der Hand hält oder halt nicht, blöderweise, kann nicht so genauso viel verdienen wie eine Putzfrau. Also funktioniert nicht. Aber trotzdem ist es dann doof, wenn Menschen zu wenig Geld haben, um wirklich sich Essen zu kaufen zu können. Ich wollte noch kurz was sagen zu Demokratie, Verdruss. Und zwar, also ich schätze die Demokratie sehr, weil dadurch mehrere Meinungen zu Wort kommen und man findet Kompromisse, das ist auch sehr wichtig. Es dauert oft sehr lange, weil viele Leute wollen auch Teil von dem Ganzen sein und wollen ihre Meinung einbringen und wollen auch einen Teil haben, der zu ihrem Wohl beiträgt. Und ist dann meistens sehr schwierig und es dauert natürlich auch lange. Auch was auch oft lange dauert, sind Einwände, die jetzt nicht begründet sind, sondern einfach nur darauf abzielen, Zeit zu schinden, um einen Kompromiss herauszuzögern, um zum Beispiel Wählerstimmen zu gewinnen. Das behindert Demokratie ungemein und sowas ist dann auch schädlich für Demokratie. Das schadet dem Ansehen. Mich hat es jetzt wirklich gefreut, weil wenn junge, ganz junge Leute schon eine so dezidierte Meinung äußern können, analytisch sind und obendrein nicht auf populistische Versprechungen reinfallen, sondern das Demokratieprinzip ganz offensichtlich kapiert haben.